Hallo und herzlich willkommen bei Univision. Wir sind heute hier am Deutschen Theater, um für euch das Kulturticket auszuprobieren. Aber vorher schauen wir für euch hinter die Kulissen. Ich persönlich bin sehr froh, dass es das Kulturticket gibt, da die Resonanz sehr groß ist. Also besonders ist sicher, dass das Deutsche Theater ein großes Ensemble hat. Es sind ja 26 Schauspieler, die hier in unterschiedlichsten Rollen zu sehen sind. Wir haben sehr viel zeitgenössische Dramatik, beziehen uns also sehr stark auf das dramatische Schaffen, was im Moment entsteht von jungen Künstlerinnen und Künstlern. Auf der anderen Seite kümmern wir uns natürlich auch um Stoffe, die schon ein bisschen älter sind, die Zeit überlebt haben. Ich meine damit nicht nur Klassiker, ich meine damit auch Stücke aus dem 20. Jahrhundert, die einfach wichtig sind oder einen Meilenstein darstellen im dramatischen Schaffen. Also es gibt natürlich grundsätzlich der Wunsch, dass die Grenzen viel offener sind zwischen dem Publikum und dem Ensemble, dem Theater überhaupt. Und das soll einfach ein offener Ort sein, der zu Begegnung einlässt. Ob das die Begegnung ist zwischen dem Publikum und dem Ensemble oder dem Haus oder die Begegnung der Zuschauer untereinander, das ist eigentlich gar nicht so primär. Wir sind hier in der Kantine des Deutschen Theaters und treffen den Schauspieler Benedikt Kauf. Hallo Benedikt. Hallo. Was macht das Deutsche Theater für dich so besonders? Also in erster Linie natürlich der Intendantenwechsel. Also hier hat ja nach 15 Jahren jetzt ein Intendantenwechsel stattgefunden. Das bedeutet neues Leitungsteam, komplett neue Idee, wie hier Theater gezeigt wird. Und das macht es für mich halt irgendwie als Schauspieler ziemlich spannend. Tja, dann soll ich euch mal ein bisschen rumführen. Das würde uns freuen. Gut. So, wunderbar. Dann auch. So, das ist hier der Garderobenanbau. Hier sind auf jeder Etage, es sind drei Etagen, sind Garderoben. Und hier ist jetzt meine Garderobe. Hier hängen schon die Kostüme von Homo Empathicus für heute Abend. Und die werden abends immer vor der Vorstellung hingehängt, damit die Schauspieler sie sich einfach nehmen. Genau, und das ist so meine Garderobe. Okay, ja, also wir sind hier auf der Seitenbühne vom Theater. Da vorne ist die Bühne und wir wärmen uns immer traditionell auf vor jeder Homo Empathicus Vorstellung, weil zwei, drei Choreografien in dem Stück drin sind und das hilft uns ein bisschen zusammenzukommen. Und jetzt gehe ich auch mal dahin. Bald beginnt die Vorstellung. Deshalb holen wir jetzt unsere Karten. Mit eurem Kulturticket könnt ihr euch Karten ab 3 Tage vor der Vorstellung reservieren und bekommt freien Eintritt. Ausgenommen davon sind Gastspiele und Sonderveranstaltungen. Die Karten könnt ihr euch dann in der Abendkasse abholen. Aber vergesst nicht, euren Studienausweis mitzunehmen. Den müsst ihr nämlich immer vorzeigen. Und jetzt genießen wir die Vorstellung.